herzlich willkommen zu P9 Live. Wiederaufnahme dieser Tradition nach einer etwas längeren Pause wegen Bundesparteitag und entsprechendes Gedöns. Heute zu dem Thema Kreises, Ortskreises. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen den Rücktritt unseres Berliner Landesvorsitzenden gehabt. Und jetzt dichtet uns die Presse eine Führungskrise an. Haben wir die tatsächlich oder ist das jetzt was, was uns die Presse nur andichtet? Darüber diskutieren wir heute mit Christiane Schinkel, die gewählte stellvertretende Landesvorsitzende, jetzt de facto als Stellvertreterin eingesprungen, und mit Gerhard Anger, dem Landesvorsitzenden der Amtszeit davor. Kreises, Wort Kreises. Der Titel hat einen kleinen Hintergrund. Es gab damals, was waren das, 70er, 80er, die amerikanische Band Supertramp, die das mal als ihren Plattentitel gemacht hat. Vielleicht schaffen wir es nachher, das Cover mal kurz noch einzublenden. Das ist auch ganz witzig. Aber es geht jetzt hier nicht um Supertramp, sondern um das Thema: Haben wir eine Krise? Christiane, haben wir eine Krise? Ja, hallo. Nein, sage ich, weil Führungskrise bedeuten würde, es wäre jemand da, der geführt hat, der jetzt fehlt, aber so ist es ja nicht. Es fehlt natürlich jemand aus dem Team des Vorstands, aber es ist ja nicht die Person jetzt wie in der CDU zum Beispiel, wo eine Person darüber entscheidet, was passiert, sondern es ist ein Teil des Teams, das jetzt weggefallen ist, und das impliziert aber nicht automatisch jetzt eine fehlende Führung, oder der Vorstand an sich führt ja ohnehin nicht. Ja, Krise. Gerhard, ihr habt damals wirkliche Krisen gehabt, anfangs im Vorstand, eine Wiederholung der Bewerberaufstellung und solche Geschichten. Wenn man solche Krisen erlebt hat und jetzt das mit der jetzigen Situation vergleicht, ist der Begriff Krise da überhaupt angemessen? Nö, ist er nicht. Wenn ich vor einem Jahr oder etwas über einem Jahr jemand gefragt hätte, steckt der Landesverband in einer Krise, dann hätte ich Ja gesagt, aus dem Grund, eine Krise ist ja immer ein Wendepunkt. Krise ist eine Kulmination eines Prozesses, der sich immer weiter zuspitzt, dann irgendwann einen Höhepunkt erreicht. Das ist ja ein Begriff, der im Grunde aus der Dramentheorie kommt. Vielleicht können wir darüber nachher auch noch ein bisschen genauer sprechen, wer dieses Drama schreibt, wer in diesem Drama die Schauspieler sind, wer der Chor und wer das Publikum. Das könnte noch ganz interessant sein. Naja, ich meine, und vor allem auch der Punkt, Krise in dem Sinne, in der Tragödie, bedeutet ja auch, dass dann letztlich eine Unausweichlichkeit eintritt, also eine Unausweichlichkeit der weiter sich dann entwickelnden Ereignisse, die dann letztlich unweigerlich in die Katastrophe führen. Und das sehe ich im Moment definitiv nicht. Damals sah es für einen gewissen Zeitraum oder zu einem gewissen Zeitpunkt durchaus so aus, als könnte das passieren, weil so gefühlt eine gewisse Unausweichlichkeit eingetreten war, die jetzt definitiv nicht da ist. Jedenfalls nicht in diesem Binnenuniversum Landesverband Berlin, wie es insgesamt ausschaut, ob wir da an einem Wendepunkt sind im Sinne einer Krise, die, ja, das könnte schon sein, aber nicht jetzt hier im Landesverband Berlin, nicht wegen des Rücktritts von Hasen. Insgesamt meinst du jetzt so die große Politik und sowas wie die sogenannte Finanzkrise oder auch die Piratenpartei? Ja, durchaus auch die Piratenpartei, weil ich schon denke, dass wir einen Wendepunkt auch in der Partei erlebt haben, ob wir jetzt immer noch an diesem Punkt sind. Es könnte einer sein. Jetzt sind erstmal keine Wahlen mehr. Jetzt ist erstmal, also zumindest wenn jetzt alles so den Gang geht, den man, ja, man weiß es natürlich immer nicht, und Überraschung auf Überraschung muss man gefasst sein. Also es könnte wohl sein, dass wir uns jetzt an einem solchen Wendepunkt befinden und der Ausgangspunkt
Ausgang der weiteren Ereignisse ist noch unklar. Aber jetzt ist ja erstmal, liegt ja erstmal ein Jahr vor uns, wo viel Arbeit gemacht werden muss. Aber so die Phase, die bis jetzt war, hier so eine Wahl nach der anderen und überall eingezogen und Hochgefühle und so weiter, die ist jetzt erstmal vorbei. Und es könnte sein, dass wir in dieser Hinsicht in einer Krise sind. Insgesamt letztlich aber auch, glaube ich, dass auch in der großen Politik einige Wendepunkte da sind. Es ist interessant zum Beispiel, dass jetzt ja Dinge passieren, die auch die Bundeskanzlerin vor einigen Wochen noch als völlig undenkbar bezeichnet hat, die jetzt plötzlich denkbar werden und nicht nur denkbar werden, sondern machbar. Sie hat ja undenkbar gesagt und jetzt sind sie plötzlich sogar schon machbar und das ist sehr schnell gegangen. Und so ein gewisses Gefühl einer Unausweichlichkeit stellt sich da vielleicht manchmal schon ein. Schauen wir, ob die Katastrophe kommt und ob dann die Katharsis kommt. Das werden wir dann aber erst sehen, wenn es vorbei ist. Ja. Lassen wir die große Politik mal draußen. Wo siehst du in der Gesamtpartei gerade die Krise, den Wendepunkt? Was könnte das sein? Oder was verstehst du darunter? Ja, wir haben jetzt eine große Menge an Erfolgen gehabt, haben sehr viele Dinge erreicht, haben jetzt auch eine gewisse Fallhöhe erreicht. Ja, ich bleib jetzt mal so ein bisschen in diesen Begriffen drin. Also jetzt auch eine gewisse Fallhöhe erreicht, wir haben was zu verlieren. Die Partei hat sich halt schon extrem stark verändert. Nicht nur durch die große Anzahl an neuen Mitgliedern, sondern auch durch die deutlich gestiegene Komplexität. Mandate überall, eine riesig angewachsene Organisation, bei Organisation, organisatorisch ist da noch einiges zu tun. Also die Komplexität ist ja viel größer geworden und es könnte sein, dass einige Dinge schon so ein bisschen bis zum Platzen angespannt sind jetzt und dass da vielleicht das eine oder andere platzt. Ja. So, während der Wahlkämpfe hat der äußere Druck und das gemeinsame Ziel den Laden zusammengehalten und jetzt brechen so die einen oder anderen Konflikte wieder auf. Ganz abgesehen davon, dass wir natürlich auch im Bereich der Verwaltung, dass es da überall knirscht im Gebälk, weil halt dieser Mitgliederansturm erstmal verkraftet werden möchte. Bleiben wir aber erst einmal nochmal bei der Situation in Berlin. Wir haben jetzt die Situation, dass wir gerade keinen Vorsitzenden haben. Ist das überhaupt ein Problem? Was tut überhaupt der Vorsitzende? Kann das jetzt einfach auf andere Vorstandsmitglieder oder auf Beauftragte einfach ausgelagert werden und dann einfach weiter im Text? Oder haben wir jetzt irgendwo ein zwingendes Erfordernis, das schnellstmöglich nachzuwählen? Also die Aufgabenbereiche des Vorsitzenden, der jetzt zurückgetreten ist, war ja IT. Dafür gibt es Beauftragungen, das heißt Menschen, die schon diese Beauftragung übernommen haben und Arbeit leisten und in Zukunft natürlich jetzt mehr Arbeit leisten als mit der Mitarbeit dieser Person, die jetzt wegfällt. Und der zweite Aufgabenbereich ist Vorsitz. Ja, Vorsitz von was? Letztlich ist es die interne Verteilung von Aufgaben innerhalb von einer Gruppe. Vielleicht kann Gerhard dazu noch als GO-Nerd noch mehr dazu sagen oder Satzungs-Nerd. Ich sehe, wir hatten ja schon das Gespräch letzte Woche Mittwoch und haben das schon mal thematisiert und grundsätzlich war da auch das Angebot von vielen einzuspringen, noch mehr Beauftragungen zu übernehmen, also das Tech-Team zum Beispiel, oder Tech Squad unterstützt dann den Beauftragten, der das natürlich nicht alleine stemmen kann, weil er auch noch andere Aufgaben hat. Aber grundsätzlich denke ich, lässt sich das alles organisieren. Es ist eben eine Organisationsfrage jetzt, ne? Unterstützung, darauf bauen wir sowieso auf. Letztlich ist unsere Arbeit ja nicht von uns Fünfen zu leisten, sondern die Aufgabe ist es so zu organisieren, dass alle was zu tun haben, dass die Mitglieder eben arbeiten. Ja, und das ist natürlich geleitet in gewisser Weise wird, aber das heißt nicht, dass jetzt Hase
komplett alles, was IT anging, selber machen musste oder selber gemacht hat. Geht auch gar nicht. Ja, Krisen immer als Wendepunkte. Ich habe ja die eine oder andere Liquid Feedback-Initiative mal gestartet. Der Vorstand soll nicht arbeiten, sondern delegieren. Ist nach meiner Erinnerung immer mit einer Mehrheit durchgegangen, hat sich aber in der Praxis immer sehr wenig geändert. Ist das jetzt vielleicht so ein Wendepunkt, wo man sagt, okay, jetzt organisieren wir mal den Laden so, der Vorstand hat vor allem die Aufgabe, sich die Beauftragten zu suchen und deren Arbeit so ein bisschen zu beaufsichtigen, ist sicher nicht Micromanagement zu machen, sonst steht er ganz schnell ohne Beauftragte da. Aber natürlich, wenn irgendwo Beauftragte völlig frei drehen, dann muss man natürlich da auch wieder einschreiten. Und ansonsten hat er so die Aufgabe, ja, sagen wir mal so, der eine Teil, das Bundespräsidentenamt, nicht das Repräsentationsamt, sondern das eines, man sagt oder man liest in Kommentaren manchmal so als Staatsnotar, das, was im Bundestag verabschiedet worden ist, dort dann die Unterschrift drunter zu setzen und noch einmal zu prüfen, ist das überhaupt verfassungsgemäß zustande gekommen, übertragen auf die Partei Landesverband Berlin heißt das. Ja. Es gibt irgendwelche Initiativen im Liquid, die dann erfolgreich waren und dann setzt der Vorstand da quasi nochmal einen Beschluss drunter und prüft nochmal, vorher ist dem Äußeren anscheinend da nicht jetzt eben das System gehackt worden, sondern hat das alles seine Richtigkeit, unterschreibt die Verträge und macht ansonsten erst einmal nichts. Wäre das so die Entwicklung, wie das jetzt gehen könnte? Wäre das dann überhaupt sinnvoll? Kann man Vorstandsarbeit überhaupt so organisieren? Ja, das denke ich auf jeden Fall. Also es war ein schönes Zitat auf dem Mittwochstreffen, als jemand einwand, auch delegieren ist viel Arbeit. Und dann sagte jemand anders, man kann auch delegieren zu delegieren. Und ich denke, darin liegt es einfach, die Frage ist, suchen wir wen oder finden sich jetzt Leute? Und da, ich gehe eher davon aus, dass den Mitgliedern bewusst ist, dass wir als Partei, als Mitglieder zusammen diese Aufgabe stemmen und dass jeder, der das mittragen möchte, sich jetzt einbringt. Ja, also es geht jetzt nicht darum, ausschließlich zu gucken und wen zu finden, sondern ja, wir lassen uns finden von denen, die jetzt Aufgaben übernehmen. Was wichtig ist, ist zu äußern oder zusammenzutragen, welche Aufgaben anfallen, was gemacht werden muss. Das ist sicherlich Planung auch. Und das dann, ja, da das zu beauftragen und eben zu steuern so ein bisschen vielleicht, ja, zu gucken, dass nicht zwei Leute die gleiche Arbeit machen. Ja, das ist alles so ein bisschen, ist schon so ein bisschen Management in gewisser Weise gefragt. Also jedenfalls schadet es nicht, denke ich, wenn man da so ein bisschen auch den Überblick hat, wer was wann warum macht. Ja, aber insgesamt hört sich das jetzt eigentlich nur nach so einem Projekt an, das man jetzt halt angehen muss. Ja. Denn das Wort Krise würde man dafür jetzt wahrscheinlich eher nicht verwenden. Nein, ich würde, deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich sehe auch keine Krise. Es ist jetzt eine Aufgabe. Die Aufgabe ist jetzt, die Dinge neu zu organisieren. Aus 5 wurden 4. Aber wenn man jetzt bedenkt, dass wir die ersten 2 Monate auch nur zu 4 waren und uns mit anderen Dingen auch noch zu beschäftigen hatten, sehe ich dem Ganzen sehr gelassen entgegen. So, der Begriff Führungskrise, da steckt ja nicht nur das Wort Krise drin, sondern auch das Wort Führung. Wie sieht überhaupt Führung bei der Piratenpartei aus? Gibt es das überhaupt? Und wie findet es statt? Ja, Führung gibt es. Und das stärkste Organ der Piratenpartei führt, und das sind die Mitglieder. Ja, also im Grunde. Als Organ dann die Mitgliederversammlung. Ja, genau, die Mitgliederversammlung. Letztlich sind es alle Mitglieder, die zu bestimmten Ergebnissen kommen, bestimmte Ziele anstreben, Ziele erreichen wollen. So ist es jedenfalls idealistisch von mir verstanden oder zu sehen.
ja, Führung. Es hat auch so ein bisschen was Symbolisches, ne? Also der Vorstand, den wir hier wählen, den wählen wir einerseits aus dem Parteiengesetz, weil wir dazu verpflichtet sind. Die Außenwahrnehmung von uns ist so, ja, dass eben jetzt Medien titeln, wir wären führungslos, kopflos. Das ist ja, ja, es ist eine Interpretation, die vielleicht auf andere Parteien zutrifft, auf uns sicherlich deutlich weniger. Und dennoch haben wir diese symbolische Funktion natürlich irgendwo auch inne. Ja, also ganz trennen kann man das nicht. Ja. Wäre es vielleicht sinnvoll, dass in gewisser Weise also die Außendarstellung und das formale Vorstandsamt zu trennen, dass man sagt, man hat für Presseinterviews, was auch immer, ein Team von Pressesprecher oder wie man sie nennt, und der Vorstand ist damit erstmal gar nicht belastet. Wäre das sinnvoll, würde die Presse das überhaupt akzeptieren? Da denke ich, das wird sie im Moment nicht. Das ist auch so fremd. Wir machen das ja auch so. Wir haben ja einen Pressesprecher und wir haben einen Pool aufgebaut an Menschen, die eben themenbezogen sich äußern kann. Es geht uns ja um Themen und nicht um Köpfe. Andererseits wird von der Presse auch immer wieder angefragt und für die bestehen diese Hierarchien. Das ist die Welt, in der sie sich seit 20, 30 Jahren bewegen. Länger. Wahrscheinlich noch länger. Ja, ich weiß nicht, wer jetzt schon seit 40 Jahren im Amt, also in seinem Beruf ist, ja, aber die tätigen Journalisten sind das so gewohnt und man merkt es ja selbst bei Mitgliedern, die neu sind, die sich auch erstmal auf diese neuen Strukturen oft einstellen müssen, ja, und Dinge neu lernen, nochmal andere, ja, die Struktur einfach umgedreht zu sehen. Und das ist in der Presse auch so. Und deswegen ist der Wunsch nach außen natürlich auch da, jemanden zu sprechen, der von Ihnen als solche Person gesehen wird, als Führungspersönlichkeit oder ich weiß es nicht. Ja. Muss man eben sehen, wie man dem begegnet, ne? Und deswegen denke ich, macht es Sinn, viele Menschen anzubieten, die themenbezogen dann antworten können. Ja, so, ne? Gerhard hat gerade zum Mikrofon gegriffen. Das regt bei mir den Verdacht, er hat einen klugen Gedanken, den er jetzt loswerden möchte. Nein, ich weiß nicht, ob der Gedanke klug ist, aber ich glaube, wir müssen mal mit ein paar Illusionen aufräumen. Und viele Sachen, die du gesagt hast, Christiane, sind sehr schön, aber ich halte es für Illusionen. Diese Sache, dass, ja, also so von der Presse und von außen, und die sehen das so hierarchisch und bla bla, und wir selber sehen den Vorsitz oder den Vorstand gar nicht als so wichtig an, das ist totaler Bullshit. Wenn ich mir angucke, bei den Bundesparteitagen, auch bei Landesparteitagen, was für ein unglaubliches Gewese von den Piraten über den Vorsitz gemacht wird. Julia Schramm, nee, um Gottes Willen, als Vorsitzende keine Chance. Sebastian Nerz, nee, also Vorsitzender soll der nicht mehr sein. Stellvertreter ist okay, aber Vorsitzender soll Bernd machen. So, also das stimmt halt nicht, das sind Illusionen. Und wir müssen da halt aufpassen, dass wir nicht irgendwie, und es ist eine sehr verbreitete Geschichte, das ist auch bei dem Postgender-Zeug, glaube ich, so, und bei anderen Sachen auch, dass wir sagen, wir stellen uns so einen Zustand in der Zukunft vor, wie wir den gerne hätten und tun so, als wäre der jetzt schon da und fangen an, uns so zu verhalten. Das ist gefährlich. Und wenn man anschaut, was für ein Gewese eben drum gemacht wird, um diese Sache mit dem Vorsitz, wir wählen die Ämter ja auch extra und es ist schon was anderes, wenn ich an die letzte LMV denke, wie viele Vorsitzendenkandidaturen hatten wir, wie viele Stellvertretendenkandidaturen hatten wir, was ist der Unterschied? Wenn wir auf der anderen Seite dann aber sagen, ja, naja, also die Aufgaben, das war halt so IT, das kann selbstverständlich auch jemand anders machen. Aber es ist schon nochmal auf eine andere Art und Weise symbolisch aufgeladen. Insofern ist vielleicht diese Bundespräsidentengeschichte gar nicht so schlecht als Bild, weil man erwartet ja doch dann mehr als das, was im Grundgesetz steht. Er soll halt irgendwie, er fährt die Gesetze aus und ist halt irgendwie so Repräsentationsaufgaben, wenn man irgendwo ins Ausland gefahren werden muss oder irgendjemand zu Besuch kommt, dann macht er den Grüß August und mehr macht er nicht. Aber die Erwartungshaltung ist doch deutlich größer. Nämlich eine Art moralische Instanz zu sein, nämlich ein paar Schritte zurückzutreten, ein bisschen weiter weg zu sein, eine gewisse Distanz zu haben, trotzdem den Überblick zu behalten und in Situationen, wo sich vielleicht was festgefahren hat, wo es Probleme gibt, einzugreifen mit zum Beispiel einer Rede oder damit zu sagen, okay, du und du, ihr kommt jetzt an den runden Tisch, wir setzen uns jetzt zusammen, hier gibt es ein Problem und wir lösen das jetzt. Und das dann auch verbunden mit einer demokratischen Legitimation, weil das müssen wir bei diesen ganzen formalistischen Geschichten halt auch immer irgendwie so sagen, okay,
zwischen Landesmitgliederversammlungen ist es halt erstmal so, dass die höchste demokratische Legitimation von diesen gewählten Leuten halt irgendwie getragen wird. Mhm. Also ich denke, wir müssen da schon vorsichtig sein. Und auch diese Sache mit den jahresstehenden Parteiengesetz, das sagen wir immer wieder. Und im Prinzip, wenn wir so in die Zukunft gehen, ist es auch alles ganz toll und ist auch richtig so. Aber im Moment wird halt, glaube ich, auch von den Mitgliedern, und das sieht man an ganz, ganz vielen Stellen, doch deutlich mehr darin gesehen als das. Also eine andere Aufgabe noch, als nur irgendwie das Formale zu tun. Und genauso auch bei einem Landesvorstand. Ich kenne deine Initiativen, du machst es immer wieder, ich finde das vernünftig. Und ich hatte mir auch ja schon mal überlegt, okay, lasst uns das mal machen. Lasst uns mal einen Landesvorstand haben, der nur das tut, was in der Satzung steht. In der Satzung steht, der Landesvorstand tritt mindestens einmal im Vierteljahr zusammen. Das ist machbar. Da muss man 4 Sitzungen machen in so einer Amtszeit, dann ist gut. Von Umlaufbeschlüssen steht da nichts drin. Die muss man also nicht machen. Die kann man angeben, wenn man es möchte. Es ist aber eigentlich schon mehr, als in der Satzung steht. Also wenn wir auf der einen Seite sagen, okay, wir haben Parteiengesetz und Satzung und mehr soll es eigentlich gar nicht und bla bla. Und auf der anderen Seite ist dann aber doch die Erwartungshaltung eine deutlich größere. Das dürfen wir halt nicht vergessen. Also dieses, ja, so hier steht irgendwo drin und ist dann so. Ich möchte sehen, was passiert, wenn ein Landesvorstand, und ich denke, im Bundesvorstand ist es ähnlich geregelt, mal genau das macht. Und ein Zehntel der Piraten, wenn die irgendwie sagen, der Vorstand soll zusammentreten innerhalb Wochenfrist, ja gut, ich meine, also das kann man ja dann absehen, wann diese Unterschriftensammlung bei 3450 Leuten, wann die abgeschlossen ist, und dann kann man ja da irgendwie schon mal so einen Termin machen. Gut, Sitzungen ist Protokoll zu führen, 4 Protokolle ist okay, das kriegt man hin. Und dann am Ende bei der Landesmitgliederversammlung und Tätigkeitsbericht, der ist ja dann im Zweifel auch relativ groß, den kann man dann auch schreiben. Mehr ist formal nicht verlangt. Und irgendwo dazwischen bewegt sich's. Und so, also diese Vorstellung, wir machen so nur das Formale und so, ist, glaube ich, ein bisschen zu extrem. Ja, wobei das auch nicht der Inhalt meiner Initiative war, sondern ein Haufen, also für einen Landesverband wie Berlin würde ich sagen, in Anführungszeichen Vorstand, also das, was so an zentraladministrativen Aufgaben zu erledigen ist, das ist eine Aufgabe für 2 Dutzend Leute. Gibt es die eine Möglichkeit, man bläht den Vorstand so weit auf, das ist nach meiner Ansicht nach völlig unproduktiv, weil die dann für alle Details immer verantwortlich sind. Wir haben einen Vorstand, wo wir eine Gesamtverantwortlichkeit haben. Gremien sollten eigentlich nicht größer sein als 7 Personen. Da gibt es die sogenannte Millersche Zahl, das könnt ihr mal nachgoogeln. Ab Gremien, die größer sind als 7 Leute, werden unproduktiv. Das wird jetzt spannend, wie sich unser Bundesvorstand entwickelt. Da sind wir nämlich von 7 auf 9 gegangen. Aber so das Team der Beauftragten, das werden wohl jetzt bei zentraladministrativen Aufgaben, jetzt nicht noch Beauftragung für ein Floß oder so, das kommt dann alles noch hinzu, aber das kann relativ unabhängig von dem Vorstand erledigt werden. Die wirklich zentraladministrativen Aufgaben, 2 Dutzend Leute und diesen Haufen irgendwo zusammenzuhalten, schauen, ob das alles performt oder so, das schafft man nicht mit einer Vorstandssitzung im Quartal. Das wird ein bisschen häufiger sein müssen. Ich würde auch gerne da nochmal Stellung zu nehmen. Ich sehe das ähnlich wie Gerhard vom Effekt der oder ja, von der Stimmung, die auch in einem Landesverband ist. Also es wird ja gewählt und die Positionen sind schon irgendwo ausgesucht und werden auch Leuten also Leute werden gewählt in bestimmte Positionen und in andere eben nicht. Das kann man ja beobachten. Und ich denke, als Vorstand in den Positionen, in die man gewählt ist, hat man dann in gewisser Weise auch die Verantwortung, das so ein bisschen wiederzuspiegeln. Also wenn jemand als Vorstandsvorsitzender gewählt wird, der ja nun jetzt weggefallen ist, aber war dessen oder ist dessen, wie bei Gerhard, dessen Aufgabe in irgendeiner Weise auch ja vorzusitzen. Ich weiß gar nicht. Also
integrativ zu wirken oder auch eine Atmosphäre zu halten. So sehe ich es eher. Also es ist diese Form von Führung, zu gucken, wie steht es im Landesverband, wie arbeiten die Mitglieder, gibt es irgendwo Reibungspunkte, ja, kann man da unterstützen, dass der gesamte Landesverband sich zusammenrappelt, wenn es schwierig ist. Und ja, denke schon, dass das auch, ich spüre das ja auch selber, also jetzt als gewählte Stellvertreterin spüre ich schon auch einen gewissen Anspruch an mich, das zu liefern. Ja, also dieses in dieses Amt, das man mich da gewählt hat, auch auszuüben für die, die mich dahin gewählt haben. Also habe ich jetzt auch schon öfter gehört, ich habe dich gewählt. Ja, natürlich. Das ist. Ja. Die Formulierung war etwas missverständlich, was er gemeint hat. Natürlich. Also eine demokratische Wahl bedeutet am Ende, dass es ein Ergebnis gibt mit Zustimmung und Nichtzustimmung, die natürlich die natürlich alle gedeckt werden. Also was ich tue, ist ja für den ganzen Landesverband zu arbeiten. Ja, und nicht nur für die. Hast du mich schön? Ja. Ja, gut. Man weiß ja auch gar nicht, von wem man gewählt worden ist. Ja, die Erwartungen an einen Vorstand, gerade an den oder die Vorsitzende, sind natürlich hoch. Die Frage ist, geben die Piraten ihren Vorständen dann auch die Mittel, also jetzt nicht nur irgendwie formal, natürlich dürfen die da Beschlüsse fassen, aber man hat ja sonst immer so die Attitüde, ja, ein Vorstand bei den Piraten, der soll alles haben, nur möglichst keine Macht. Auf der anderen Seite, die Aufgaben soll er dann gefälligst schon erledigen, und zwar nicht nur das, was in der Satzung dran steht, sondern er soll zum Beispiel den Laden zusammenhalten, aber sein Wort soll nicht mehr gelten als das jedes anderen Piraten auch. Da ist doch eine gewisse Diskrepanz, oder? Ja, schon. Also die Stimme des Vorsitzenden ist natürlich, hat das gleiche Gewicht wie jede Mitgliederstimme. Also wenn wir Beschlüsse fassen auf der Landesmitgliederversammlung, dann hat jede stimmberechtigte Person eine Stimme, und da gibt es jetzt nicht einen Vorsitzbonus, ja, der dann irgendwie über so und so viele Delegationen verfügt und deswegen das Ganze zum Kippen bringt. Aber in der normalen Arbeit, im täglichen oder im Alltag, ist das schon anders. Also ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Übernimm mal bitte. Ja, Gerhard greift gerade wieder zum Mikrofon. Fällt nicht unbedingt immer zusammen. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn es zusammenfällt, zumindest manchmal. Da kommt dann so diese Idee ins Spiel, die aus Open-Source-Software-Projekten auch bekannt ist, nämlich dieses wohlwollende Mikrodorf. So wie Linus Torvalds das seit 20 Jahren, genießt er ungeheures Ansehen, weil er diesen Nutzfall mal entwickelt hat und seit 20 Jahren da auch drauf hockt und sagt, okay, das nehme ich, das nehme ich nicht. Und wenn die Check-In-Kommentare nicht so sind, wie sie haben, will dann übernehmen. Und die Leute akzeptieren das, weil er eine ungeheure Autorität hat, nicht unbedingt eine Amtsgewalt oder sowas, sondern eine ungeheure Autorität hat, weil er sich halt am besten auskennt, weil er das halt irgendwie seit Ewigkeiten macht und letzten Endes auch er ist, der am besten über die ganzen Anliegen entscheidbar ist. Und
funktioniert alles und ist alles ganz wunderbar, solange sich alle irgendwie einig sind, der will für gut zum Schild und es ist eigentlich auch vollkommen in Ordnung. Und dann wird eben auch eine gewisse Autorität und ein gewisses Ansehen und deswegen dann schon vielleicht ein gewisses Gewicht dessen, was man sagt. Wenn die zugewinnt, gefährlich ist es halt aber trotzdem. Ja. Und diese Form der, der Macht gibt es natürlich bei den Piraten ganz definitiv. Da gibt es jetzt das Überall. Man sagt, okay, es gibt halt Leute, deren Stimme ein besonderes Gewicht hat in einer Diskussion oder so, weil sie eben überhaupt eine Perspektive haben. Gar nicht unbedingt, wenn man sagt, das ist dann so der Teil. Es kann halt sein, dass es das mal zusammenfällt. Es fällt aber auch nicht unbedingt immer zusammen. Aber das ist so, glaube ich, die Unterscheidung, die wir da, die man da durchaus treffen kann. Also so diese Ernsthaftigkeit, die ist tatsächlich gar nicht unbedingt das, was im Vordergrund steht, sondern eher so die Frage eines gewissen Ansehens, die dann halt auch die Möglichkeit schafft, zum Beispiel auch wieder sowas zu tun, wie Leute, die zu still sind, zusammenzubringen oder auch mal zu mahnen im Sinne von Leute, treten auch mal irgendwie ein, zwei Schritte zurück und überlegt, warum sind wir überhaupt da, was ist eigentlich so der Plan, was haben wir eigentlich vor. Das geht ganz gut mit dieser Autoritas. Alleine für das, was ich mich konzentrieren, alleine ganz weit, kann es halt auch gut sein, wenn wir ja schon. Ja, die Frage, die sich dann gleich stellt, wie viele Piraten haben wir überhaupt im Landesverband, die diese Autoritas in ausreichendem Maße haben und kriegt man die in so ein Amt? Ja. Ja, ich meine, gut, der Tagesspiegel hat ja gestern sowas in die Richtung auch geschrieben oder kommentiert. Ja, ich glaube, es ist ganz oft so, und das haben wir auch schon bei Kandidatenaufstellungen gesehen und so, dass Leute, die durchaus über ja, ein großes Ansehen verfügen oder so, dann an diesen Funktionen gar nicht unbedingt interessiert sind. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil mir gemerkt, wie sehr doch auch dann irgendwann der Blick eingeengt wird. Dadurch, wenn man so an Funktionen ist, irgendwann kommt dann ein Punkt, wo man dann nicht mehr in dieser, nicht mehr die Möglichkeit hat, diese zwei Schritte zurückzugehen, sich das etwas von einer etwas größeren Entfernung anzugucken. Man, also ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass es Leute gibt und ich denke, davon haben wir einige in alles verwandt. Über Autoritas verfügen und über Ansehen verfügen würden, um auch das gut zu machen, weil es halt auch irgendwie dann ein bisschen dazu gehört, also wenn man sagt, okay, es soll so diese bundespräsidiale Funktion so ein bisschen sein, auf dem kleinen Level natürlich, so, und dass man halt sagt, okay, das ist halt jemand, der ist halt gescheit und der ist vertrauenswürdig, Vertrauen dieser Person, und zwar dieses Vertrauen wirklich von vielen Leuten entgegengebracht zu bekommen, dass man es halt gut, dass man gut zum Schild führt, dass man ernsthaft daran interessiert ist, ja, auch die Ziele dieser Partei voranzubringen und auch die richtigen Mittel dafür zu nehmen. Dass aber viele Leute, die über diese Möglichkeiten verfügen, kein Interesse daran haben, das dann in einem Mann zu tun, kann ich schon wirklich verstehen. Ja, wozu auch beiträgt dieser Mythos, dass man als verwaltender Vorstand der Piratenpartei auch überhaupt keine politische Arbeit machen sollte, möglichst. Ja, das ist so, das bedeutet, die Leute, die jetzt wirklich auch Politik machen wollen und gerne was erreichen wollen, müssen dann aussetzen für die Zeit. Die haben dann in der Zeit quasi definierterweise, ja, durch die Mitgliedschaft verwaltende Funktion und müssen ihre Agenda erstmal bremsen. Und das ist natürlich auch, also ich bedauere das zum Beispiel auch ein bisschen, wobei ich das vorher wusste, mich dafür entschieden habe und es ist eine Entscheidung, ja, weil ich da sowieso erst gerade angefangen habe. Also da habe ich auch noch ein bisschen Zeit, aber andere, die jetzt so schon dabei sind, so ihre Dinge zu tun, dann zu sagen, jetzt setze ich ein Jahr aus damit, das ist eine Überlegung, ja, das muss man sich zweimal überlegen. Vor diesem Hintergrund wäre es ja eigentlich sinnvoll, die Person an der Spitze etwas häufiger zu wechseln, dass jemand, der das mal ein Jahr gemacht hat, dann sagt, okay, jetzt kümmere ich mich mal wieder ein, zwei Jahre um Inhaltliches, stehe dann vielleicht in näherer Zukunft irgendwann auch mal wieder zur Verfügung, aber jetzt ist erstmal gut, auch was ja auch dann wieder erleichtert, so diese zwei oder dann ein paar mehr Schritte zurück gehen zu können, um sich die Sache anzusehen.
was dann aber natürlich bedingt wurde, wir haben eine erhebliche Fluktuation an der Spitze, dass die Presse dann immer gleich wieder von Führungskrise schreibt, diese Geschenkte, die werden uns wahrscheinlich auf absehbare Zeit so schnell nicht verstehen. Aber wie sieht das mit Kontinuität von einem Vorstand aus? Braucht es die? Ist sie gut? Ist die eher schädlich? Wir haben ja jetzt im Prinzip einen komplett neu gewählten Vorstand gehabt, ohne Leute, die das vorhin oder in der vorangegangenen Amtszeit schon gleich gar nicht gemacht haben. Wäre das wünschenswert gewesen oder ist so ein Neuanfang auch eher die Chance, dass dann mal wieder Leute rankommen, die mal zwei, dritte Schritte schon zurückgetreten waren und das von außen an gesehen haben? Ich würde sagen, beides. Also was gut gewesen wäre bei uns, wäre sicherlich, wenn jemand da noch drin ist, der die ganzen Abläufe schon kennt. Das heißt, wir sind da sozusagen teilweise ins kalte Wasser gesprungen und haben uns dann zurechtgefunden. Ja, das dauert aber natürlich länger, als wenn jemand dabei ist, der sagt, ach, wir haben das immer so gemacht. Bestimmte Dinge wussten wir nicht, wussten also auch nicht, wonach wir fragen. Diese Form von Kontinuität ist schon sehr hilfreich. Andererseits finde ich es schon gut, wenn sich das auch immer wieder auffrischt und dann neuer Blick, also auch dieses nicht kleben, ja, also kleben an etwas und dann vielleicht doch eine gewisse Form von nicht nur Autoritas, sondern eben auch in anderer Richtung ausüben zu können. Ich weiß es nicht, ja, also es ist so eine Sache, beides ist möglich und aber jetzt häufiger zu wechseln und immer alles ganz neu zu wechseln, das halte ich für nicht so günstig. Ja, weil Einarbeitung ist schon auch immer, man muss sich wieder ein Team zusammenfinden. Kommunikation ist dabei sehr wichtig. Je besser man sich kennt oder je besser man aufeinander eingestellt ist, desto leichter geht Kommunikation. Das heißt, wenn es jedes Mal neue Konstellationen sind, ist ein hoher Anspruch daran, sich in der Kommunikation schnell zusammenzufinden, was gut ist, aber ja, es kann auch ruckeln dann. Also insofern, ich sehe eben beides, ja. Also so eine Kontinuität fände ich schon gut, wenn jemand dabei ist, der schon ansagen kann, was es gab. Aber dann eben auch Leute, die sagen, ja Moment, wieso, das war immer so? Ist das denn überhaupt gut? Also ich sehe das jetzt so, wir können es ja auch mal so probieren. Und da ist auch eine große Chance drin. Also insofern frische Einflüsse finde ich auch immer sehr gut. Genau. Und bereiten dann eine ganze Mitgliederversammlung vor, bei der sie dann irgendwie nicht mehr gewählt werden, und dann wieder von vorne. Das ist halt auch irgendwie schwierig. Was ich denke, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist, die Kontinuität zu schaffen in den Verwaltungsbereichen, einfach dadurch, so unschön es dann vielleicht auch klingen mag, dadurch, dass wir irgendwann Leute einstellen, die es einfach tun. Die Kontinuität dadurch zu schaffen, dass man jetzt irgendwie ein Konstrukt macht, okay, der Schatzmeister muss es irgendwie 3 Jahre lang machen. Man könnte ja auch sowas tun, wie es in manchen Aufsichtsräten man sagt, man hat irgendwie so einen Turnus, ein Drittel scheidet immer nach einer bestimmten Zeit aus, wird neu gewählt und macht es nach Amtszeit und am Anfang in den ersten Amtsperioden halt durch Losentscheidung oder sowas, um diese Erneuerung irgendwie rein strukturell irgendwie zu beginnen oder so. Ich glaube, dafür sind wir als Organisation nicht weit. Aber eine gewisse Kontinuität in den Abläufen, damit nicht
schon in der vorigen Amtszeit irgendwie da waren. Das hat mir aber beim Kennenlernen des UTHS-Ticketsystems und der Frage, was macht man jetzt mit einzelnen Dingen und vor allem auch bei der Frage, wie geht man mit der Situation um? Es gab einen Fehler bei der Aufstellungsversammlung. Es gibt ein unglaubliches Geschrei überall. Und da waren wir noch nicht von Presse begleitet. Und so, das wäre noch was gewesen. Das hat ja damals nicht wirklich jemanden so großartig interessiert. Da hat uns auch keiner beigeholfen. Aber so hier so grundsätzliche Sachen, wie funktioniert es, wie kann bitte, wo kommen die Schlüssel her, wie ist, gibt es ein Budget, wer hat wofür den Hut auf, wer ist irgendwie. Also so, diese Kontinuität müssen wir herstellen, weil wir ansonsten, glaube ich, als Partei irgendwann in Gefahr kommen, den Anschluss an diese anderen Strukturen, und die können wir nicht unabhängig von uns betrachten, wir können die nicht immer unser eigenes so kochen und so tun, als hätten wir keine Macht, als hätten wir das, was wir erreichen wollten, indem wir als Partei bei der Wahl angetreten sind, nie erreicht und einfach dann so weiterwurschteln. Und diese Kontinuität, die woanders halt definitiv einfach besteht, durch die Legislaturperiode, durch die Amtszeiten, die halt völlig ignorieren. Ich bin gegen eine Verlängerung von Vorstandsamtszeiten gewesen, jetzt auch hier bei der Bundesparteitag, und sehe das tatsächlich nicht als so besonders sinnvoll an, aus der Struktur heraus, in der wir jetzt sind, irgendwie zu sagen, wir verlängern auf 2 Jahre, weil die Fluktuation kommt nicht von ungefähr. Die Tatsache, dass so viele Leute oft nicht neu kandidieren, hatten wir jetzt beim Bundesparteitag auch mit Herrn Rosig zum Beispiel oder mit Marina, das fällt ja auch nicht vom Himmel, warum die Leute das dann nicht nochmal machen. Da jetzt einfach so eine längere Amtszeit drüber zu stülpen, ist, glaube ich, nicht dienlich. Dass wir das Problem aber im Auge behalten müssen und dass wir in bestimmten Bereichen Kontinuität schaffen müssen, um in dieser Gesamtstruktur, in der wir uns als Partei bewegen, halt auch irgendwie vernünftig weiterzumachen und zu bestehen, das ist ganz unzweifelhaft. Da müssen wir beigehen, da müssen wir uns was überlegen. Ja, ich denke, die Kontinuität, also die Amtszeit von einem Jahr, bietet ja immer die Chance, das auch durch eine Neuwahl zu verlängern auf 2 Jahre. Also insofern, die Kontinuität ist gegeben, wenn denn die Mitglieder den Vorteil darin sehen, die Person erneut zu wählen. Und gleichzeitig eröffnet es aber, wie du es eben genannt hast, bei René oder Marina, die Möglichkeit, ohne etwas abzubrechen, eben kürzere Zeiten zu absolvieren. Was ich schwierig finde, ist mir vorzustellen, Verwaltung, ja, also müsste man jetzt nochmal genau definieren, was genau ist hier mit Verwaltung gemeint, also nur Schlüssel zu vergeben, ist die eine Sache. Wenn ich mir andere Apparate angucke, Apparate sage ich jetzt, ja, da regiert im Grunde die Verwaltung den Apparat, und insofern habe ich immer ein bisschen Schwierigkeit mit so festen Strukturen aus Verwaltungen, weil dann kommen die anderen und gehen auch wieder, und am Ende ist es die Verwaltung, die eigentlich schon immer so oder ja, und dann eben auch sich so eingesessen hat und dann Dinge vorlegt, zurückhält, wie auch immer, und die Neuen, die reinkommen, wissen nicht genug, können sich nicht schnell genug einarbeiten. Ja, also das ist nur einfach denkbar, und deswegen habe ich mit solcher Verwaltungsstruktur auch ein bisschen Schwierigkeiten, mich da so ganz doll anzufreunden. Ja, gerade dann, wenn das hauptamtliche Kräfte sind. Ich habe es ja in meiner früheren Partei, der ÖDP, erlebt, dass dann Hauptamtliche dann auch die Strukturen sehr stark zementieren, weil an denen hängt die wirtschaftliche Existenz dann dran. Aber können wir uns, oder wolltest du jetzt darauf gerade noch antworten, können wir uns doch einmal die Freiheit, jetzt noch einmal 2 Schritte zurückzutreten? Du hattest vorher gesagt, Drama, Tragödie, wer ist der Chor, wer ist das Publikum? Das hört sich doch auch sehr spannend an. Ja, also die Grundfrage ist, es wird ja eine Geschichte über uns erzählt. Wir sitzen ja letzten Endes hauptsächlich deswegen heute hier mit diesem Thema, weil jemand eine Geschichte über uns erzählt. Die Frage, die mir auch gestellt wurde, jetzt von den Journalisten vergangenen Woche, eines Treffens am Mittwoch, sehen Sie den Landesverband Berlin in der Krise? Ja. Franz Josef Strauß, als er Helmut Schmidt beschimpft hat im Bundestag. Und
Ja, dann, ob ich da jetzt eine Schlussfolgerung schon daraus ziehen kann, weiß ich nicht, aber ich finde es krass. In der attischen Tragödie braucht ja der Held, die zentrale Figur, ja eine gewisse Fallhöhe. Der Hans Wurst darf das nicht spielen, für den ist die Komödie vorgesehen. Und von daher, damit die Presse uns über uns überhaupt vernünftig berichten kann, muss sie den zentralen Figuren eine gewisse Fallhöhe, wenn sie sie nicht ohnehin schon haben, zumindest zuschreiben. Und tun wir gut daran, das anzunehmen, oder sollten wir das besser nicht glauben und uns deutlich weniger wichtig nehmen, als wir in den Medien dargestellt werden? Immer. Ja. Immer deutlich. Ja, ich meine.
ist die Sache auch immer, wir müssen halt mit einer gewissen Demut auch an die ganze Geschichte rangehen und so. Und das andere ist auch, ja, okay, es haben sicherlich einige Leute auch was geleistet und so. Und ja, und viele haben sich wirklich auch den Arsch aufgerissen im Wahlkampf und haben gute Reden gehalten und haben gute Inhalte entwickelt und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt auch keiner, also keiner von uns hat es Penicillin erfunden. Also da muss man halt auch echt mal so ein bisschen sagen, okay, das ist ja alles schön und recht. Und auch vielen Dank für die Blumen und die Glückwünsche. Aber wie gesagt, keiner von uns hat Penicillin erfunden. Und so diese Idee oder so das Gefühl, das sich vielleicht auch bei manchen eingestellt hat, man hat jetzt den Oscar für die beste Hauptrolle gekriegt und den stellt man sich jetzt auf den Kaminsims und freut sich dann den Rest des Lebens darüber, dass man diesen wunderschönen Preis gewonnen hat. Und zeigt ihn dann irgendwie den Leuten, die bei einem zu Hause zu Besuch kommen und so. Und er freut sich den Rest des Lebens an diesem Preis. Das ist halt auch nicht der Fall. Wir haben mit diesen Wahlerfolgen keinen Preis gewonnen für eine großartige Leistung, die wir abgeliefert haben, sondern wir haben innerhalb dieser Wahlen, bei diesen Wahlteilnahmen, das Versprechen abgegeben. Wir haben gewisse Zusagen gemacht. Vor allem würde ich sagen, wir sind vom Wähler als das kleinste Übel betrachtet worden. Auch nicht von allen, sondern von einem ganz kleinen. Es wurden sicherlich auch Hoffnungen auf uns projiziert, über die wir uns klar werden müssen und bei denen wir uns, glaube ich, bewusst entscheiden müssen, können wir diese Hoffnungen irgendwie erfüllen oder was machen wir mit diesem Anspruch. Aber jedenfalls das alles, und es ist halt eine Arbeit, die erst noch zu tun ist, also die Leistung, die wir erbringen müssen und so, damit man dann vielleicht mal irgendwie von einer großen Fallhöhe sprechen kann. Die Leistung ist nicht die Teilnahme an Talkshows. Und selbst wenn man dann da irgendwie mal, wenn dann da Leute gelacht haben und sich darüber gefreut haben oder so, das ist nicht die Leistung. Und dieser Tatsache müssen wir uns bewusst sein. Und dann ist vielleicht auch irgendwann eine echte Fallhöhe da, wenn man sagt, okay, man blickt auf ein Lebenswerk zurück, wo man wirklich auch mit einem gewissen Stolz drauf zurückblicken kann, weil man viel erreicht hat. Und dann passiert irgendwas ganz Schlimmes, was das alles irgendwie zunichte macht. Okay, ist eine andere Situation. Aber ja, immer noch bescheidener und immer noch sagen, okay, wir probieren das und wir tun unser Bestes und nicht hier so in den Windflügel geraten. Sonst ist es ganz schnell vorbei. Ja, mir liegt schon die ganze Zeit was auf der Zunge, und zwar das Thema Helden. Das ist so schön, das hatten wir gerade jetzt diese Woche auch auf Twitter, die Fallhöhe des Helden. Da ist immer dann definiert, wer ist überhaupt Held? Also ich hatte das so definiert, dass bei der Piratenpartei alle Helden sind. Also wenn man das umdreht, ja, es ist eine Frage, folgt man einem alten Modell und gliedert sich da ein, so wie du es beschrieben hast in der Tragödie, oder schreibt man sie einfach um? So wie folgen wir dem alten Prinzip, wie es sich entwickelt hat, der Politik, oder schreiben wir es jetzt um? Also die Möglichkeit haben wir ja. Und wenn ich mir das Saarland-Plakat angucke, da haben wir 1.014.000 Experten, und so haben wir ebenso viele Helden. Also ja, und dann sinkt auch die Fallhöhe, wenn man das wirklich so übernimmt und auch lebt. Ja, deswegen ist es einerseits eine Wertschätzung jeder Person, die hier mitarbeitet, als Held und nicht ausgewählten Personen zugeschrieben, die dann natürlich überhöht werden und deren Fallhöhe dann durchaus auch Knochenbrüche oder noch Schlimmeres zufügen kann, ne? Wie jetzt wir ja gerade gesehen haben. Also da war der Fall dann doch ja, mindestens unschön bis schmerzhaft. Ja, also ja, genau, genau, die selbstinszenierte, ja. Ja, weil ich denke, man kann sich natürlich in alte Modelle eingliedern und folgt dann der Tragödie, bis man sie durchlebt hat und erlitten hat. Heißt ja dann auch immer gern wieder lernen durch Schmerz. Muss man aber doch nicht. Also letztlich können wir wählen, wie wir das inszenieren, wie wir unsere eigene Inszenierung machen. Und das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Vorstand. Das haben wir schon immer so gemacht. Das war schon immer so. Davon halte ich schon lange nichts. Also gerade dann finde ich es interessant zu sagen, aha, okay, cool. Das kann aber nicht die einzige Möglichkeit sein. Welche gibt es denn noch? Und probieren wir die mal aus und tun das. Ne? Und die Möglichkeit haben wir selbstbestimmt. Es sei denn, wir folgen alten Pfaden und lassen uns einreden, das sei so und es sei unausweichlich und es sei immer so. Also ich wehre mich häufig gegen so festgetrampelte Pfade. Da, ja? An dieser Stelle, wie auch vorhin schon gesagt, nicht so absolut sein, denn wir sind nicht alleine.
Ja. Da wird alles sofort unterschrieben, wenn die Aufstellungsversammlung da ist, damit man die Unterlagen beisammen hat, weil wir da eben nicht zur Landeswahlleitung gehen können und sagen können, ja, das muss doch auch irgendwie anders sein. Das sind Regeln, ja, natürlich. Immer müssen, aber Gerhard, sozusagen die Schnittstellen zu anderen Systemen. Ja. Und inwieweit können wir vielleicht auch diese Schnittstellen verändern, weil da weißt du zum Beispiel, geht es manchmal wirklich ganz gut, da haben wir ja, denke ich, Erfahrungen gesammelt. Andere Sachen, wo es halt nicht geht, und ich stimme dir auch vollkommen zu, ich hielte es zum Beispiel auch nicht für gut, wenn im nächsten Landesvorstand, also ich habe ja auch schon mehrfach gesagt, ich könnte mir vorstellen, als Beisitzer zu kandidieren und halt es mit dem Wahlkampf irgendwie so als Ding war halt auch nur das, also ganz klar, okay, da kenne ich mich irgendwie auch aus, weil das sind wir schon irgendwie zusammen jetzt gemacht und so, aber auch nicht zu viele davon. Also nicht, dass dann irgendwie die Mehrheit im Landesvorstand Leute sind, die schon zwei Wahlen mitgemacht haben und dann naja, was du irgendwie sagtest, so, nee, das haben wir schon zweimal probiert, das hat immer nicht funktioniert, weil das auch lähmend soll. Genau. Also da muss es ein gutes Verhältnis irgendwie geben. Ansonsten könnte eben die Gefahr sein, dass man eben nicht auf interessante Ideen kommt und nichts Neues ausprobiert und dann halt irgendwie, und dann haben wir in 20 Jahren immer noch genau das Plakat, die sagen, genau, sagen wir heute, und dann sind wir auch alle, ja. Naja, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, ne? So diese Mischung, beides. Also einerseits die Kontinuität durch zumindest einen Faden, der jetzt in dem Fall, gesetzt den Fall, ja, Beisetzer, Kandidatur und es würde so werden, dann hat man zumindest den Faden und kann dann aber durch eine andere Konstellation immer sagen, das leuchtet ein, hier an der Stelle würden wir es mal anders, ja, anders umsetzen. Und da denke ich immer, sind so alte Strukturen, also wer sich einfindet oder wer sich einrichtet in alten Strukturen, da ist entweder eine Krise gut oder der eigene Impuls, da mal dran zu rütteln und das mal aufzuknacken und zu gucken, ob das noch Sinn macht. Ja? Also manche Dinge machen Sinn. Manche Dinge machen auch Sinn, sie länger umzusetzen, aber nicht alle. Und da muss man rausfinden, welche sind das und welche sind es nicht. Ne? Ich muss noch mal bei etwas einhaken, was du gerade gesagt hast, die Unterschriften bei einer Aufstellungsversammlung. Die Begründung lautet dafür doch nicht, das haben wir immer schon so gemacht, sondern die Begründung lautet, das haben wir auch schon mal anders gemacht und es war schmerzhaft. Ja. Ja, wir haben jetzt etwa eine Stunde rum. Wort Kreises. Ja, tatsächlich, wir haben nicht wirklich eine Krise und wir lassen sie uns jetzt auch nicht einreden. Wir schauen, dass wir ein paar Sachen jetzt besser machen. Insbesondere auch die nächste Sendung. So? Technisch und so, ja, Hintergrundinformation. Ja, Gas, bin ich dabei. Also, nein, um das jetzt nochmal klarzustellen, nicht, dass da irgendwelche falschen. Wir haben hier ein paar organisatorisch-technische Probleme, arbeiten heute mal mit nur zwei Kameras. Die mussten dann auch bedient werden. Herzlichen Dank auch an Georg. Und wie war nochmal dein Name? Ja, also, herzlichen Dank. Und wir sehen uns nächste Woche, so hoffe ich, 16 Uhr wieder bei P9 Live. Dankeschön.